In diesem Video möchte ich dir Quantum Self-Love vorstellen. Ja? Wir kennen das alle, wir glauben, wir haben Selbstliebe, aber in Wirklichkeit ist das nur eine kleine Flamme, die wir entzünden können und eine ganz, ganz andere Form von Selbstliebe zu integrieren. Ja? Da geht sehr viel mit innerer Harmonie zu tun und mit innerer Balance, mit einer kompletten Selbstakzeptanz. Ja, und dazu ist es wichtig, eine Bewertung in unserem Gehirn umzuprogrammieren. Sowas wie, dass du anfängst, alles an dir, alles an jeden anderen zu lieben. Ja, und da tun sich die Menschen sehr, sehr schwer. Und wenn wir das schaffen, wenn wir diese Balance schaffen, sozusagen im Unperfekten das Perfekte, in der Unvollkommenheit die Vollkommenheit zu entdecken, dann wird es uns sehr, sehr leicht fallen, in einen höheren Bewusstseinszustand zu kommen. Und dazu habe ich eben diese Frequenz produziert. Ja. Die Frequenz funktioniert auf mehreren Ebenen. Die erste Ebene ist eine Entspannung, also eine Hypnose, ein meditativer Zustand, der dich in eine Trance hineinführt und dann in die Versenkung. Ja. Das ist die zweite Phase. Also kommst du in eine Versenkung hinein, und wenn du in der Versenkung drin bist, dann fangen die Quantensuggestionen an. Beziehungsweise in der Versenkung trittst du noch ein in die Quantenwelt, da kommt eine ganz spezielle Partyhypnose, wo du dich verschmilzt mit den Quantenvariablen, und dann geht es sozusagen in die Quantensuggestionen dafür. Ja. Was sind Quantensuggestionen, falls du sie noch nicht kennst? Das ist eine neue revolutionierende Form von Suggestionen, die jedoch im Vergleich zu Suggestionen, bei normalen Suggestionen muss man ja 90.000 Mal die Suggestionen hören, damit sie im Gehirn ankommen. Und bei einer Quantensuggestion reicht es in der Regel 1 bis 5 Mal und dann hast du denselben Input. Ja, das Gehirn wird sofort dem Neuronenmuster umgeschrieben. Ja. Und wie machen wir das? Und zwar machen wir das, indem wir Bilder mit Emotionen koppeln und Metaphern dazu einbauen. Ja. Das Ganze sieht dann so aus, zum Beispiel eine normale Suggestion ist sowas wie, ich bin gesund. Jetzt kommt aber der kritische Verstand und sagt, naja, du bist gerade nicht gesund, du hast diese Krankheit oder du fühlst dich gerade so und so. Und wir wissen ja auf Basis der Vergangenheit, dass du immer wieder krank bist, somit bist du nicht gesund. Ja? Und somit tut man sich sehr, sehr schwer. Und bei einer Quantensuggestion sieht es halt ganz anders aus. Ich lese dir mal ein paar Beispiele vor, vor allem für dieses, für Quantum Self-Love. Ja? Und zwar, so wie die Berge ihre Größe und Stärke zeigen, so erkenne ich meine eigene Stärke und Größe und umarme mich voller Selbstliebe. Ja. Das sagt, also wir erzeugen das Bild, so wie die Berge ihre Größe und Stärke zeigen. Das ist das Gehirn, sagt, ja, das stimmt, sie sind groß und sie sind stark, können wir bestätigen. Ja. So erkenne ich meine eigene Stärke und da kommt die Programmierung, dass du nimmst eine Metapher, die ein Fakt ist, wo das Gehirn ein Ja sagt, und dann programmierst du direkt danach mit dem so und so wie ich. Ja? Und so erkenne ich meine eigene Größe und Stärke und umarme mich voller Selbstliebe. Ja? Und ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel, so wie die Sonne hinter den Wolken immer strahlt, so strahlt meine Selbstliebe auch hinter meinen Ängsten und Zweifeln. Ja? Und Selbstzweifeln. Ja? Und das ist auch wieder dieses wundervolle Bild. Die Sonne, ja, sie scheint immer hinter den Wolken. Und genauso strahlt meine Selbstliebe auch immer hinter meinen Ängsten und Selbstzweifeln. Ja? Und damit programmieren wir das Neuronenmuster unserer Programmierung, weil unser Gehirn ist nichts anderes wie eine Software, wie ein Betriebssystem, und wenn wir, und dieses Betriebssystem ist halt kalibriert auf ein gewisses Erziehungsmuster, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, und dementsprechend sind wir sozusagen das Resultat unserer Eltern, beziehungsweise das Spiegelbild unserer Eltern. Ja? Und da es in der vorigen Generation und in der vorigen Generation, was diese Themen angeht, sehr, sehr gemangelt hat, ist es halt notwendig, dass wir uns da umprogrammieren. Ja. Und es gibt bei dieser Phase der Suggestionen, habe ich ungefähr 10 bis 15 vorbereitet und die lese ich hintereinander vor und wiederhole die dann dreimal hintereinander, dass das Gehirn hat verschiedene Ansätze, was das Thema Selbstliebe angeht, und wird auf verschiedenen Ebenen programmiert und das halt hintereinander, also ungefähr 10 hintereinander, und dann wird das dreimal wiederholt, weil das Gehirn lernt durch Wiederholung. Und dann kommt eine Posthypnose, das heißt, dann wird wiederholt, okay, erinnere dich an das, was du gelernt hast und so weiter. Und das Gehirn
Gehirn geht im Unterbewusstsein nochmal alle Muster durch. Ja. Ich lese dir vielleicht noch ein Beispiel vor. So wie die Erde aller Lebewesen nährt und trägt, so nähre und trage ich mich mit Liebe und Fürsorge. Ja. Auch eine wundervolle Quantensuggestion, die einfach zeigt, wie mächtig diese Bilder sind, weil in der Hypnose lernt man, dass Bilder und Emotionen gekoppelt werden sollten und dann wird das sofort im Gehirn adaptiert und da muss man eben keine riesengroße Hypnose und keine riesengroße Show drumherum machen, sondern es wird direkt ins Unterbewusstsein eingespeichert. Ja. Und wenn man das da regelmäßig hört, dann hat man einen wundervollen Effekt davon. Ja. Und das Tolle ist, wenn du die Datei gekauft hast zum Beispiel, dann findest du auch die jeweiligen Suggestionen als PDF, die kannst du dir runterladen und dann beim Zähneputzen immer durchlesen und in der Früh und am Abend. Und du solltest diese Meditation ungefähr die ersten 7 Tage dreimal am Tag hören. Das dauert nur 20 Minuten. Und dann ungefähr einmal am Tag. Und dann wirst du merken, so nach einer Woche bis 4 Wochen, wie sich deine Selbstliebe verändert hat und wie du in einen anderen Bewusstseinszustand hineinkommst. Ja? Denn Selbstliebe hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun, mit Selbstfürsorge, mit allem selbst davor. Und wenn du diese Selbstliebe wirklich öfter gehört hast, dann wirst du anfangen, dich selbst zu lieben. Du wirst anfangen, alles an dir zu lieben, dein Verhalten, deine Form, deinen Körper und so weiter. Und dadurch wirst du natürlich in einen komplett anderen Bewusstseinszustand kommen. Und du wirst merken, wie sich die Menschen um dich herum anfangen, dich zu lieben, weil deine Resonanz, die du nach innen aussendest, sendest du auch nach außen. Also deine innere Programmierung geht nach außen. Und die Welt ist wirklich eine Quantenwelt und diese spiegelt dir das dann einfach zurück. Ja. Und somit kommst du dann auf eine andere Parallelrealität im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. In dem Sinne kannst du in unserer kostenlosen Brainwave 3D App diese Quantenmeditation einfach kostenlos hören. In der Kategorie, wenn du in die Kategorie Selbstprogrammierung gehst, findest du dort eine Unterkategorie namens Selbstfürsorge. Und dort kannst du sie kostenlos testen. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wir sehen uns im nächsten Video wieder.